Was geht ab, meine lieben Freunde? Wir befinden uns jetzt im Frankfurter Flughafen. Es geht nach Istanbul erst und von da nach Trabzon. Eigentlich wollten wir Tonla hier antreffen. Ich weiß gar nicht, wann der Bre kommt. Wo ist der Junge geblieben hier? Ja, da ist er. Olum, wie lange? Wer berät's? Was ist Zufall? Olum, was machst du hier? Ja, ich spreche doch auch immer noch. Nach Tansania, weißt du? Oh. Hast du wieder gesprochen? Ach so, Digga. Ja. Ah. Nein, Spaß, Leute. Das ist alles in Hollywood gewesen. Wir haben uns hier schon getroffen. Wir sind jetzt ja paar Minuten schon hier. Herzlich willkommen am Frankfurter Flughafen, Friends. Und die Reise beginnt hier. Wir nehmen euch mit. Wir werden ein paar Szenen im Flugzeug machen. Am Istanbul Flughafen noch. Dann beginnt der Urlaub, Friends. Dann werden wir Halal McDonald's, Halal Burger King gequetzt. Ihr wisst Bescheid. Ja, wir fliegen zusammen nach Istanbul mit Tonlay. Tonlay wird danach anschließend nach Afrika fliegen. Natürlich, der Bre hat Urlaub gesagt. Aber natürlich wird er auch noch mal Ding gehen, Alter. Der wird natürlich die Spenden verteilen und dann noch mit der Schule da. Der ist ja das Leute, gelernt. Wir haben insgesamt fast 4.000 Euro sammeln können. Maschallah. Die Community ist stramm auf jeden Fall. Das ist fresh auf jeden Fall. Ein Name aus Schandalmdorf, ich grüße ihn. Er will nicht genannt werden. Er hat 240 Lollipops für die Kinder in Afrika gespendet. Wir küssen ihn. Dankeschön auf jeden Fall. Wir küssen euch für eure Hilfe, für eure Unterstützung. Und es erwarten euch sehr stramme Videos, Friends. Auf jeden Fall, jetzt geht's zum Gate. Wir haben eingecheckt. Nein, noch nicht eingecheckt. Doch, wir haben eingecheckt. Jetzt geht's zum Gate und danach kommt der Flieger in knapper Stunde. Und dann geht's ab in den Flieger, dann geht's nach Istanbul. Und wir freuen uns. Und Tonla auch. Let's go. Und Mehmet auch. Ich auch, Mann. Und, wir grenzen hier keinen aus, Toga. Und die Person hinter der Kamera auch. Leute. Zoom drauf, Junge. Zoom drauf. Das ist der Grund, warum ich jetzt ein bisschen länger warten musste. Wir haben die türkische Fahne auf dem Pass und auf der Brust. Nicht wie andere. Dafür kannst du abgeschoben werden. Wir gehen zum Flugzeug, Digga. Was habt ihr für eine Nummer, Digga? Wir müssen hier lang. Wir müssen absolut hier lang, Digga. Nee, links, links. Wo ist doch hier? Achso. Ja, ist doch hier lang. Okay. Hier lang. Der Beritz fliegt nicht zum ersten Mal. Er fliegt nicht zum ersten Mal, Brent. Kennst du ein bisschen aus. Nein, danke schön. Probier mal, komm. Ja, probieren, komm. Können wir aufnehmen? Ist da irgendwas drin von Tieren oder so? Nein. Alkohol. Vegetarisch, vegan, Alkohol. Was ist das genau? Es ist kein Alkohol, es ist glutenfrei. Ja. Es ist Lakritz mit Schokolade aus Dänemark. Mega geile Produkte. Zeig mir, wie das aussieht. Limon und Passionsfrucht. Oh shit, Alter. Das ist mega, mega geil. Für die Kamera. Einmal schöne Grüße, Leute. Zack, wo geht's hin? Tansania und Türkei. Tansania und Türkei. Okay, Türkei ist ja ein bisschen näher, Tansania ist ein bisschen weit. Auch selber Tansania auch. Mega. Bisschen frische Luft, ne? Dann probieren wir mal, ne? Ja, bitte. Wir machen jetzt einen offiziellen Test. Ja, komm, zum Wolle. Ich will auch einen haben. Das ist ein mega geil Produkt. Boah. Hey, es hat was. Boah. Es hat was, ja, definitiv. Und du machst das andere. Wir haben innen drin einen Kern vom Lakritz. Deswegen hast du immer mal so eine weiße Zeug da. Viele sagen Gummi, aber es ist Lakritz. Der Bruder weiß, wie man Schokolade macht. Ja, ich mache es nicht, aber ich arbeite nur. Friends, hey, jetzt holt euch Schokolade ab. Bruder, wir danken dir. Ja, sehr gerne. Ja. Dankeschön. Boah, aber Lakritz feier ich gar nicht. Was noch mache ich? Ey, das war so. Du hast immer Glück bei so spontanen Sachen. Alter. Wenn der Film kommt, 8 Leute auf einmal auf diese Party. Digga, ich glaube, das liegt eher am Kameramann, der das alles feststellt. Wahrscheinlich. Es war auf jeden Fall. Aber es hat wirklich nicht geschmeckt. Ja. Istanbul, B, B und B. Hier, Istanbul. B, komm mit uns, Bruder. 10:55 genau. Es ist der spontane Film. Aber wir trinken noch Kaffee. Oder willst du dich vorstellen für die Kamera? Wir machen ein YouTube-Video. Nein, danke. Jesus. 44, hier weiter geradeaus. Auf jeden Fall, Freunde, gönnt euch diese Schokolade, war sehr gut. Innen drin Lakritz war mal was anderes. Da ist es. Sag nochmal, Bruder, was ist wichtig? ADAC Goldmitgliedschaft, sehr wichtig, wenn du reist. Ja? Wir machen die Schleichwerbung. Bruder, hat das gute Dings. Die holen dich mit Hubschrauber, wenn dir was passiert. Allah, mein Bruder. Wir füllen diese Formula aus, dann sind die Berber im Helikopter, Digga. Yes, Leute, Kaffee, wichtig und richtig, ihr wisst Bescheid. Kein Kaffee, noch besser. Ich würde gerne das Sponsoring holen, aber leider kostet das hier 5 Euro. Sponsoring 5 Euro, Bruder, das ist hype, Digga. Das ist hype, aber hier
gibt es auch die ein oder anderen Angebote. Ich flieg leider nicht so oft. Wo ist das besser? Ich hab ein bisschen Jetlag, Digga, deswegen. Ich bin nur ein bisschen. Oder Ayuplan? Was sind das für Preise, Digga? Bruder, eine Flasche Cola. 5 Euro, Digga. Flasche Cola, Digga. Und da zieht der mir noch Fahrt ab. Digga, Kartensäule 2,49 Euro. Packung kostet bei Rewe 2,19 Euro. Alter, ich lass verdursten, Digga, besser. Das Flugzeug wohl günstiger. Oder Harbi Alp. Bruder, Utanma dann 5,49 Euro, Bruder, ja. Ja, ne. YouTuber olduk, okay. Aber Bruder, 5 Euro werden wir, bist du ja? Was hast du bezahlt? 6 Euro, 1 Liter Wasser. Nein, Mann, 6,04 Euro, dann sag doch genau schon. 6,04 Euro, sorry. 4 Cent muss ich auch erwähnen. Das war 5,24 Euro, Eifland, Utanen, Digga. Frankfurt Flughafen, Utanen. Nehmen wir erstmal einen Schluck, Digga. Machen wir erstmal den Test. Schmeckt wie 1,99. Bruder! Wenn man durch diesen Tunnel läuft, man weiß einfach, der Urlaub beginnt, Digga. Das ist der schönste Tunnel. Das ist der schönste Tunnel, Digga. Zum Urlaub. Es geht los, Friends. Friends, wir sind so eben in Istanbul gelandet und ja, es gibt eine traurige Nachricht, Friends. Tolnay und ich müssen uns hier leider trennen. Das ist zwar der internationale Airport, Büro. Das Problem ist leider, er fliegt nach Afrika und wir nach Trabzon weiter. Und ein Beamter, Bro, steht schon da, der uns jetzt sagen will, dass wir nicht filmen dürfen. Und das war's leider mit Tolnay. Friends, Kuss. Die Reise geht weiter, aber nicht zusammen. Leider nicht zusammen. Auf einzelne Videos. So, Freunde, wir haben uns jetzt von unserem Freund Tolnay verabschiedet. Laufen Richtung Flugzeug nach Trabzon. Wir befinden uns zurzeit im neuen Istanbul Airport. Wenn Türken eins können, dann ist es auch fliegen und essen. Auf jeden Fall ist so die aktuelle Lage. Wir haben jetzt noch 4 Stunden hier zu warten. Danach attackieren wir den nächsten Flieger, aber zuvor gehen wir noch hier irgendwas essen. Wir müssen noch Geld wechseln. Wir schauen mal, wie wir es machen. Und wir sehen uns. Attackieren wir jetzt BK, Türkei, Helal. Friend, es ist einfach mal schön, 10 Tage lang nicht die Haare zu schneiden. Ich küsse meine treuen Kunden. Wenn ihr 10 Tage lange Seiten habt, dann habe ich mir das verdient, Alter. Friends, es war ehrenlos. Burger King kriegt eine 8. Popes kriegt auch, ja, Popes 7,58 auch, Alter. War stramm, war stramm. Und es war ehrenlos. Wir sind eben in Trabzon angekommen und ich dachte mir mal, komm, ich schnapp die Kamera und wir gucken mal, ja, Bruder, da, auf jeden Fall, was Tor da so treibt. Ich höre ihn. Machst du 3 Familienpizzen mit extra Fleisch, Pommes, ach, dann kannst du noch einen Dürre machen und Dings. Ey, ich rufe dich später an die Arbeit, ruft. Ja, Friends, wir sind jetzt angekommen zu Hause. Bruder, ich rufe dich später zurück, mach Pizza fertig. Warte, warte, ganz kurz, was hast du da, mit wem redest du? Ja, Bruder, ich habe hier so einen Bekannten, Digga, der macht Familienpizzen stabil. Du bestellst um diese Uhrzeit eine Pizza jetzt? Bruder, und dann 3 Stück? 0,19. 2 Personen? Nein, natürlich war Spaß, Friends. Und zwar, wir sind endlich zu Hause angekommen. Wir hatten eine lange Reise, 10, 15 Stunden. Wir haben gehangen am Istanbul Airport und wir mussten da lange warten, dies, das. Dann haben wir Auto geholt, hergefahren, dies, das, hinher. Auf jeden Fall sind wir zum Schluss angekommen, Friends. Es ist 0,19, Türkei-Uhrzeit. Und wir sind richtig K.O. Wir werden jetzt hier die Nacht verbringen, werden schön schlafen. Und morgen früh geht's dann los, Actions, Frühstück, dies, das. Euch erwartet was Krasses, deswegen bleibt dran, ich küsse euch und ich bin raus. Früh am Morgen aufgestanden, Tor bereitet sich gerade vor. Saftige 8.14 Uhr, Friends. Wo geht's heute hin? Der Bebel macht sich die Haare, heute fahren wir nach Rize, Friends. Davor wird irgendwo schön dick gegessen. Und ja, ich mache mich hier fresh. YouTube. Friends, was geht ab? Wir sind jetzt zu Hause, wir haben uns fresh gemacht. Wir haben es kurz nach 8 und ich wollte euch mal gerne zeigen, wie geil es ist, wenn man aufsteht und einfach diese krasse Aussicht hat, Friends, ja. Wunderschön. Warte, wenn man zoom mal richtig gut. Schön in diese Dings, zoom mal hinten aufs Meer, Digga. Man steht morgens auf und man sieht das. Man hat einfach glücklich, Digga, ja. Wunderschön. Gebt euch den saftigen Blick. Friends, und leider genießen wir diesen Anblick nur maximal 4 Wochen im Jahr. Und ich und der M10 haben jetzt Hunger. Wir attackieren gleich saftiges Essen. Wir nehmen euch natürlich mit. Ihr seht nochmal die Hood, die Streets.
Trabzon 6-1, der ist es. Friends, was geht? Wir sind jetzt im Aufzug. Es geht weiter. Macht euch gefasst. Geile Videos. Wir sind raus. Da drüben steht auch unser Auto. Was haben wir denn für ein Auto bekommen? Ich weiß es gar nicht. Was ist denn die Marke? Da Mercedes? Haben wir denn für einen Luxuswagen? Haben wir da einen Mercedes? Den G-Shit haben wir, Digga. Der ist es. Ich zeige euch einmal die Ausstattung. Kommt der vorne. Hier wird alles elektronisch betrieben. Zeig uns die Ausstattung, Digga. Freunde, natürlich ganz wichtig, automatisch. 1000 Kilometer ist gar nichts. Der Handschuhfach. Was haben wir denn noch hier? Sitzplatz. Mehr kann ich auch nicht sagen. Da ist es. Jalla. Wir sind jetzt on the way. Wir fahren jetzt erstmal nach Off. Saftiges Frühstück. Danach geht's auch weiter nach Rizal. So. Boah, wir sind da. Freunde, herzlich willkommen in Off. Meine Heimat. Also hier komme ich her. Hier sind meine Wurzeln, Friends. Man kann natürlich noch tiefer in die Materie, man kann noch in die Dörfer rein, aber an sich gehöre ich hier hin. Das ist mein Memleket, Friends. Und auf jeden Fall sind wir jetzt hier, wir wollen was Saftiges frühstücken. Und zurzeit sind hier krasse Baustellen, das letzte Mal war es nicht so. Aber was soll's, wir nehmen das Beste mit, wir nehmen das Beste auf. Ja, Offstreet ist ein bekannter Laden, wo ich eigentlich immer hingehe zum Frühstücken. Gute Preise, gutes Essen, stabile Leute und ja. Ein guter Laden, Digga. Also in Off gibt es leider nicht so viele Möglichkeiten zu frühstücken. Ah, gibt's schon, aber wir kennen das hier, weißt du? Das direkt nah. Schönen Parkplatz gefunden, dies, das. Attackieren wir hier, Digga. Oder wir holen dieses Standard Serbner Frühstück. Und da ist eigentlich alles dabei. Oder Muchmama ist auch dabei. Muchmama, ne? Ja, ist auch dabei. Und Yalla. MC, was sagst du, Digga? Wie gefällt's dir? Bis jetzt gefällt mir das Ganze eigentlich ganz gut, ne? Sieht Kütah ja ganz ähnlich. Aber man merkt schon. Die sind Fanatiker, insbesondere für Fußball. So vor aus, überall ist Trabzon-Zeichen, Trabzon-Trikots. Freunde, guckt euch das mal an. Das ist doch krass. Friends, das sind die Fanatiker, das sind sie. Die fast überfahren. Friends, aufgrund von technischen Störungen ist das, ja, der Anfang des Videos leider weg. Deswegen, wir testen das jetzt nochmal. Ihr seht, jetzt Muchmama ist schon halb weggegessen. Eigentlich haben wir den Start damit gemacht, Friends. Aber wir machen ihn nochmal für euch. Oder nimm diese Juiceness aus. Auf, Digga. Friends, das machen wir mal. Ein Gemisch aus Käse, Butter und Maismehl. So schmeckt mir im Naked, Friends. So und nicht anders. Dann haben wir hier noch. Hier haben wir Menemen, Friends. Mit Fleisch gefeatured und Ei. Den gleich hinterher. Ebenfalls sehr, sehr lecker. Sehr juicy, Pommes, sehr, ja, saftig. Dazu ein bisschen Pommes, Friends. Friends, da wir in der Türkei sind, ist leider das Sponsoring nicht vorhanden. Wir trinken in der Türkei Didi, Friends. Türkei wird unterstützt. Aber der ist es auch, Friends. Aber nichts geht über Hibiskus. Freunde, der MIC wollte uns ein sehr schönes Feature zeigen. Macht das Feature, MIC. Schaut einfach zu. So, wir fangen mit der Butter an. Nicht schöne, zu viel. Schöne Butter. So. Dann kommt die hier rein. Das ist Marmelade. Wie Marmelade? Was ist das für Marmelade? Ich glaube Kirschmarmelade. Boah, da haben wir den saftigen. Das ist die Kirschmarmelade. Genau. Dann nehmen wir ganz besonders. Oder der Mehmet mag gerne Experimente, deswegen mischt er noch mal Muchlammer mit. Und dann noch Honig, meine Freunde. Oder ich weiß gar nicht, ob das gesund ist, Digga. Nein, zeig mir, ist das noch nicht zu Ende? Ich liebe diesen Käse. Ich liebe es.
Beliebtes für uns. Aber nur zwei Scheiben. Zwei Scheiben Käse. Aber mal schauen, du hast das ganze Frühstück gemischt, Digga. Aber glaub mir, das schmeckt. Was fehlt noch? Das war's, Bro. Das war's. Wir wollen ja nicht übertreiben, oder? Jetzt mach ihn maximal rein, Digga. Zeig mir, wie du ihn isst. Uff, Digga, diese Juiciness. Hm. Was sagst du, 1 bis 10? Schmeckt super. Mit mir. Das gibt halt den Kick, ne? Was gibt den Kick? Muss nochmal, gibt den Kick. Und dann noch diese Süße von der Marmelade. Bisschen Butter, bisschen Käse. Komplett perfekt. Schmeckt sehr gut. Schmeckt sehr gut. Willst du den Rest haben? Der experimentiert mit uns. Bruder, ich verzichte, Digga. Ja? Dankeschön. Lass die schmecken. Friends, wir haben jetzt saftig das Essen gegessen. Lass wir die Drohne ein bisschen fliegen und dem Essen, Friends, geben wir komplett Paket. Eine 7 ist drinnen. Wir geben dem Essen eine 7. Muslimmann war sehr gut, Kaurmann so auch gut, Meleman. Aber hier und da war es nicht so krass, Friends. Deswegen ist es nur die 7. Aber schöner Ort, Preise waren gut. 180 Liter, wir haben für 12 Euro gegessen, 3-4 Getränke. Schmackhaft, Friends, kann man nichts sagen. Zeig mal hier die Umgebung. Und gleich kommt eine sehr, sehr schöne Drohnenaufnahme. Viermal geschnitten, Friends, und diese verkaufen die Bewohner dann an Teefirmen. Also Chai ist gleich Tee, Friends. Und die machen das viermal im Jahr, es gibt vier Saisons und da kommt schon ordentlich was bei rum. Und der Kilo für den Tee kostet ungefähr so, es gibt unterschiedliche Preise, fängt ab 3 Liter an bis 5. Diese knallgrüne Farbe. Gib dir mal diese. Oh, was ist das? Das einfach diese grün, ja. Das ist schon zu grün, Friends. Zu grün für den Boss. Gibt euch mal, Walla, gibt euch mal diese Natur, einfach viel zu heftig. Wir sind so richtig in einem Dorf. Jetzt haben wir hier einen kleinen Markt. Hier kaufen wir jetzt ein bisschen was ein, damit wir auch ein bisschen chillen können. Holen ein bisschen Chips, Mips, Schokolade und so. Und dann fängt der Spaß an, Alter. Wir sind jetzt ungefähr, haben wir die Hälfte erreicht, Friends. Halben Strecke haben wir hinter uns. Jetzt geht es nochmal ein bisschen hoch, 10, 20 Minuten. Und dann sind wir inshallah an Florida, Friends. Hallo. Ja. Willst du was trinken, Folger? Willst du einen Mehl-Drip machen? Irgendwie, wie geht denn was an? Friends, die Snakes sind geholt. Es geht weiter hoch. In der schönen Natur. Wir fahren durch den tiefsten Dschungel, Alter. Gebt euch mal diesen Weg, Friends, Alter. Was ist das für ein Weg? Friends, gebt euch mal diesen Weg. Da ist es, Friends. Da ist es. Der saftige, der Brunnenfinder M10. Zaubernd. Freunde, wir haben alles gegeben, um hochzukommen. Es war nur noch ein kleines Stück hoch. Friends, man sieht die Moschee nicht, aber ich lasse jetzt meine Drohne fliegen und vielleicht haben wir Glück und schaffen es hoch. Leider aufgrund von unserer Baustelle. Gibt euch das mal. Das war unser Weg. Dieser Weg ist eh schon gottlos genug gewesen. Der war eh schon ehrenlos genug, dieser Weg. Dicker, und dann einfach diese Baustelle. Wir sind mit M10 jetzt bestimmt 40 Minuten hier hochgefahren. Und am Ende, Digga, so. Nasib Dänemisch, Bruder. Friends, Nasib Dänemisch, ich lasse meine Drohne fliegen. Vielleicht habe ich Glück und ich komme hoch. Dann kann ich ein paar Aufnahmen machen, ein paar geile. Betet dafür, dass es klappt, ja. Vielleicht schafft es unsere schöne alte. Unsere. Wer ist das Prachtexemplar? Unsere Drohne, Friends. Nein, das ist unsere kleine Biene. Unsere kleine Biene.
Bruder, ich hab echt gedacht, ich sehe nie wieder, Digga. Ich küsse doch DJIs Fähigkeiten. Jetzt zeige ich euch, wie so ein Profi das Ding landet. Freunde, ich schwöre, Alter, ich schwitze wegen Ding, Alter. Ich hatte Angst, dass dieser Bruder nie wieder zurückkommt. Alter, guck mal, ich bin noch 500 Meter weiter hochgeflogen. Bei mir war Error, ich habe einmal Signal verloren. Aber der Bruder hat mich nicht im Stich gelassen, ja. Ich küsse ihn doch, Alter. Küss ihn mal einmal, komm. Friends, wir haben es leider nicht hochgeschafft. Wir haben alles gegeben. Nasib dämlich, Alter. Was soll ich machen, Alter? Ich bin traurig, Torge. Bruder, ich bin auch traurig, Digga. Diese ganze Weg, ganze Hektik, Alter. Wir sind nach Riese gefahren, dies, das, Bruder. Aber was soll ich machen, Digga? Wie heire war der, Digga, der Mekke? Nein. Bruder, und jetzt entspannt. Ich schwöre, wenn wir diesen Berg runter sind, diese normale Straße. Alter, ich habe Bauchschmerzen von diesen Hügel. Alter, ich, wallah. Wir küssen MI10, Alter, besten Fahrer ganz Deutschlands, Digga. Das war wirklich eine Herausforderung. Es ist, wir gehen jetzt schön saftig was essen in Riese. Wir schlendern durch Riese. Freunde. So, Friends, wir sind jetzt in der Hauptstadt. Wir suchen uns jetzt was Leckeres zu essen. Dann fetzen wir schön mit MI10. Es ist so warm. Das Leckere ist und es scheppert. Safe, 30 Grad. Das sieht auch geil aus. Woher gibt euch diese Innenstadt? Wir sind hier mit MI10 in Riese, Friends. Zeigen euch die Stadt. Ah, yeah. Der Onkel denkt schon, wir reden mit Baum. Freunde, was geht ab? Wir sind uns jetzt im Niemann-Restaurant. Leider konnte ich nicht zeigen, wie das Essen kam, weil ich leider Nasenbluten hatte, Friends. Auf jeden Fall probieren wir jetzt das saftige Essen, probieren wir, Friends. Und ich habe damals hier gegessen, der Laden ist umgezogen. Wir haben den eine Stunde lang gesucht. Das ist das krasseste Kaurma, was ihr gesehen habt. Dieser Taste von diesem Kaurma ist einfach Feierabend. Bruder, wir brauchen aber dieses Brot. Wir brauchen dieses Brot. Und das T-Shirt zubereitet, dieser Abi hier. Er schämt sich, glaube ich, ein bisschen. Er hat so krasses weißes Brot, Digga. Wie das weiße Brot. Oder was hat der Laden überhaupt zu bieten? Auf jeden Fall haben wir hier Fleisch, Friends. Dann haben wir hier Puro Fasulier. Oder was heißt das auf Deutsch? Bohnen, Digga. Wir haben Reis, selbstgemachten Joghurt und natürlich Sarma. Bruder, ich schwöre diese weiße Brot. Warte, ich muss sogar noch warm. Friends, die machen sogar Brot selber. Das Brot selber. Ich teste jetzt krasseste Kaurma, was geht. Tutorial kommt. Ihr nehmt hier schön diese Kaurma mit diesen Öl, Friends. Hier richtig schön butterig, ölig, Digga. Das ist Milan, Digga. Das ist das Kaurma, was man essen kann, Friends. Absolut das krasseste. Er hat probiert? Ich habe auch schon probiert. Besser geht's nicht. Freunde, ich glaube, Kaurma kriegt man nicht so besser. Ich glaube, wir haben eine 10 von 10. Ich weiß nicht, wie man das so falsch bekommt. Ja. Ich verstehe das wirklich nicht. Ich schwöre, gibt immer diese Weiße von diese Brot. Adam, geht. Das ist der Abi, der uns das Essen vorbereitet hat. Abi, ich in die Hände. Sieh dir. Ne diyeyim, afiyet olsun. Gelen herkese afiyet olsun. Ne diyeyim sana? Zaten menüyü tercih yapmışsınız. Aynen. Varsa eksik. Eline sağlık abi. En güzel kavurma abi. Şimdi ya da bu kadar güzel yok abi. O ses güzel değil. Abi geçen sene geldim, Konya'da kapalıydı herhalde. Aynen. Kapıda durdum abi, üzüldüm yani ya. Harbi abi. Buradayız. Eyvallah abi. Varsın, her mekanda varsın. Eyvallah abi. Friends, sehr korrekt. Bruder, wallah, es schmeckt so krass. Bruder, besser geht's nicht. Bruder, weiß, saftig. Klebt schön zwischen den Zähnen, Friends. Ich bin kein Sarma-Fan, Digga, eigentlich. Fett, aber auch so geil aus. Bruder, mal sehen, ob diese Sarma was Spezielles hat, Digga. Auf jeden Fall handverbrannt. Es schmeckt gut, aber die Weintraubenblätter sind ein bisschen anders als bei uns, ein bisschen sauer. Aber kann man machen. Friends, boah, Jungs, das Krasse ist auch hier. Und gerade von der Riese kriegt man sehr, sehr gute Bohnen, Friends.
Puderfasolie kriegt man hier sehr leckere. Schmeckt wie von Mama, Digga. Dazu ein bisschen Reis, Digga. Der Reis hat eine leichte Würzung, Prinz. Ist krass lecker. Attackiert. Niemand so kann das. Komm vorbei, genießt das Essen, Prinz. Erstmal das Memo dran. Warte, ich geh hier rein. Ich habe das schon eben probiert, war wirklich sehr lecker. Boah, Kombination. Sei ehrlich, du hast nicht zu viel versprochen. Aber ich bin das ja für uns, ja. Ich bin eben ja für morgen wieder. Nein. Was hat der Laden verdient, Bruder? Ich probier das hier noch. Bruder, das ist der krasseste Laden, in dem ich bis jetzt war, wirklich. Ich hab dir gesagt, dass das krass ist. Ich glaube, ich brech da danach einen Iskender rein. Und sag mir eine Sache, hat der Berber Ahnung? Bruder ist brutal. Der ist brutal. Der ist Friends. Wirklich. Aber ey. Ich sag euch ganz ehrlich, ne? Noch nie so krass Kaumer gegessen. Oh. Auf jeden Fall fetzen wir jetzt das saftige Essen weg, Friends, und danach kommt die Bewertung, aber sieht wahrscheinlich so aus, dass Bewertung zweistellig wird. Wir haben wieder so übergeschnitten, aber Videonär den nächsten ist ja. Bruder, der Laden ist brutal. Das Fleisch, Friends. Hühnerfleisch. So schmeckt typischer Döner, so soll der schmecken, Friends. Ich glaube, es ist ein bisschen mit Lamm gefeatured, aber ich bin nicht so der Lammfreund, Friends. Aber er schmeckt trotzdem gut, obwohl ich kein Lammfreund bin. Attackiert niemand so Kantasse. Freunde, wie ihr sehen könnt, ich probiere das Ganze jetzt. Bisschen Zwiebeln, bisschen Grünzeug und ein bisschen Karotten. Da ist auf jeden Fall Lamm mit dabei, das schmeckt meine Herausforderung, da gebe ich dir recht. Man merkt aber auch, dass es Qualität hat. Das Fleisch ist gut gewürzt. Schmeckt brutal. Schmeckt brutal. Ich bin sehr zufrieden mit dem Lamm-Burger. Da ist nicht zu viel versprochen. Wir haben jetzt richtig deftig gegessen, Friends. Und oder was der uns hier gebracht hat, guck dir das mal an, Alter. Das ist ein Berg aus Haselnüssen, Bruder. Dieses Südlatsch hat den maximalen YouTube-Push bekommen, Alter. Nicht jedes Südlatsch sieht so aus. Oder wir machen den Test. Oder immer hier diese schöne Juiceness, Digga. Gökcan, memnun oldum abi. Allah razı olsun. Mehmet, aynı. Ben de memnun oldum. Tolga. Gökcan, ben de memnun oldum. Friends, es ist probiert. Savaş, anlamadım. Ich glaube, das ist echt eine 11 von 10, Digga. Nein. Bruder, aber das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Ah, nein. Bruder, eine 11 hast du gegeben. Du hast eine 11 gegeben. Was ist das? Warte mal, was ist denn da drin? Oder Haselnuss? Aber was ist das hier? Oh mein Gott. Hier ist noch drin. Das ist so die Haut von dich, Bruder. Aber ich bitte mach ihn die Sommer. Aber ich, was ist denn das? Ich übertreibe nicht, agile gesehen. Wenn ihr hier seid, kommt vorbei.
Unglaublich. Ey, hier ist noch Kataev mitgefeatured, Fritz. Und ich hab echt von 10 gesagt, Fritz. Also schon übertrieben. Das schmeckt schon richtig krass. Sowas habt ihr noch nicht gegessen. Guck mal, hier ist Kataev mit Sittlatsch, Milchreis, alles Feature, Haselnuss. Und einfach nur genießen, Friends. Ich gebe die Bewertung im Laden 10 von 10. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Der Laden ist geisteskrank, krass. Friends, Aces. Aces. Ja, wo sollen wir nochmal Kotzen essen? Ja, ich kotze gleich. Ist aber auch ein Name. Bruder, gibt keinen Bock dabei mehr. Reicht, Bruder, Wallah. Jetzt wird richtig gegönnt, wir sind Knockout. Ich weiß nicht, was als nächstes ansteht, Digga. Wir gehen erstmal rum. Vielleicht gehen wir hoch auf die Burg oder wir checken mal ein bisschen was anderes ab. Hör auf, die Leute zu filmen, Bruder. Die dribbeln uns sonst noch, Digga. Wegen Datenschutz gibt's dann Anzeigen, Digga. Ihr wollt wissen, was eine Aussicht ist, Friends? Dann schaut mal hier. Gebt euch mal diesen kranken Ausblick. Friends, das ist einfach ein komplettes Chai-Haus, also ein Chai-Glas, sag ich mal, liebe Freunde. Es ist einfach komplett aufs Glas. Ich glaube 100 Meter ungefähr war das, oder? Oder ich weiß nicht, Digga. Einschätzung, wenn von hier so groß ist. Der hat schon ein paar Meter drauf, Digga. Also wir sind jetzt hier bei Rize Kalesi, heißt Burg von Rize. Heute schauen wir uns nochmal die Sehenswürdigkeit an, Friends. Dann lassen wir ein bisschen die Drohne fliegen, machen ein paar Drohnen-Action-Sessions und nehmen wir schon, Friends. Auf geht's. Roger. Rudi, guck dir das mal an. Wallah, Kafayum, Bruder. Ja. Und wie findest du den ersten Tag? Bruder, das ist schon zu krass für den ersten Tag, Digga. Bro, was ist das, Digga? Ja. Naja. Weißt du, warum ich jetzt liebe, hier oben zu sein, Johnny? Donnerstag, ne? Friends, wir sind jetzt hier bei der Aussicht und wir probieren jetzt mit der Drohne noch zu filmen. So, gerade eben ist meine Drohne gegen die Stange oben dran gekommen. Wir haben noch Glück und Unglück gehabt. Auf einmal war das Signal weg, das Ding ist selbstständig geworden. Alhamdulillah, das Ding hat überlebt einfach. Bruder, war sehr, sehr knapp, das Ding war das. Eine sehr knappe Geschichte, aber Alhamdulillah ist ganz geblieben, Alter. Friends, sonst wären die schönen Aufnahmen hin, Alter. Du brauchst einen Titel. Oder auf jeden Fall werde ich jetzt immer jeden Abend die Drohnenvideos auf PC ziehen, falls Drohne kaputt geht, Digga. Das ist echt kritisch, Digga. Ist ein bisschen im Schock, aber ein Tee wird es wieder gut machen, denke ich. Auf jeden Fall. Friends, der Memo wollte Tee haben. Der MC hat gesagt, Bruder, ich will gern Tee trinken. Ich habe gesagt, jeter Kiecholum, nimm deinen Tee, Digga. Guckt euch mal. Morgen steht einfach 50 Meter Tee, Digga. Digga, sieht aus wie Chai, Digga. Friends, wir sind im Land des Chais. Das, was du jeden Tag trinkst. Genau du, der dieses Video guckt. Du trinkst unseren Tee. Merkt ihr das? Aber genieß ihn, den saftigen.